wachst auf. Alles ist dunkel. Irgendein Seil ist um deine Brust gebunden, sodass du dich nicht aufrichten kannst. Deine Beine sind ebenso zusammengebunden. Du weißt nichts. Nichts. Nicht nur, wo du bist, warum du dich dort befindest. Du weißt nicht nur nicht, wo links und rechts, Norden, Süden, Westen oder Osten ist. Du weißt nicht mal, wer du bist. Nichts. Oder? Eines weißt du doch. Du bist müde, denkst du. Doch du kennst gar keinen anderen Zustand. Kein Wunder, vielleicht existierst du ja erst seit gerade eben. Du fasst mit deinen viel zu langen, wirkenden, zitternden Armen, welche dir mehr wie Tentakel vorkommen, um dich herum. Doch es gibt nicht viel zu erkunden, merkst du schnell. Du spürst massives Holz vor dir, welches du auch noch an beiden Seiten neben dir fühlen kannst. Du überlegst, bis du endlich etwas weißt. Du bist in einem Sarg. Jemand hat dich wohl begraben. Bist du tot? Nein, du kannst dich schließlich bewegen. Einer deiner Feinde muss dich wohl lebendig begraben haben. Du weißt nicht mal, ob du Feinde hattest, geschweige denn Freunde. Was kannst du tun? Du könntest schreien. Das ist das Einzige. Doch wenn du wirklich begraben bist, dann bist du gerade sicher knapp 3 Meter unter der Erde und niemand würde dich hören. Du beschließt, Hilfe zu schreien. Während du schreist, denkst du dir verschiedene Szenarien aus, wie du hierher gekommen bist. Vielleicht hattest du einen Menschen in irgendeiner Weise betrogen oder anderweitig verärgert und jener Mensch hat dir mit einer Schaufel eine schwere Gehirnerschütterung besorgt. Daraufhin begrub er dich dann in der Wüste oder so. Aber woher hatte der Typ einen Sarg? Nein, das macht keinen Sinn. Du schreist immer weiter, bis dir ein schrecklicher Gedanke kommt. Du bist wahrscheinlich in einem Sarg, doch wer sagt, dass du unter der Erde bist? Du könntest in einem Flugzeug sein. Diese Ungewissheit, gepaart mit deiner humanen Panik, wirkt auf deinen Verstand wie ein Fieber. Du weißt, dass alles, was du denkst, sehr unrealistisch ist. Doch bis deine Rationalität das Fieber überholt hat, musst du noch 3, 4, 5 schreckliche Szenarien durchgehen. Auf einmal öffnet sich der vermeintliche Sargdeckel. Du schaust in das Gesicht eines schweigenden Jungen. Dir fällt alles wieder ein. Der Junge sieht dich nicht. Doch sein schweigendes Gesicht verrät dir mehr als 1000 Worte. Du weißt wieder, dass du das Monster im Schrank bist.